Du hast ein gewerbliches Social-Media-Profil und weißt nicht, was du alles beachten musst? Heute gibt es weitere Infos zum Thema Impressum, Gewinnspiel und Promotions und zum Namensrecht. Hi, ich bin Scarlett Lügen und Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeburger Solmecke. In meinem ersten Video habe ich allgemein über Pflichten im Social-Media-Bereich gesprochen, was man in seinen Profilen zu beachten hat. Heute dreht es sich explizit nochmal um das Thema Impressum, Promotions und Gewinnspiele sowie das Namensrecht. Hauptsächlich soll es heute aber um gewerbliche Profile gehen. Die meisten wissen, dass man Impressum vorhalten muss, wenn man in sozialen Medien unterwegs ist. Ganz wichtig ist dabei, dass dieses Impressum leicht erkennbar und unmittelbar erreichbar ist. Das OLG München hat entschieden, dass das Impressum immer von 2 Klicks erreichbar sein muss. Das heißt, man muss es nicht tatsächlich auf dem Social-Media-Profil veröffentlichen, was zum Beispiel bei Instagram gar nicht möglich ist, sondern es reicht, wenn man auf seine Website verlinkt und der Nutzer dann, wie gesagt, auf dieser Website unmittelbar das Impressum erreichen kann. Wird also nun auf dem Social-Media-Account das Impressum des Unternehmens verlinkt, muss dafür Sorge getragen werden, dass auch der Name des Social-Media-Profils mit dem des Unternehmens übereinstimmt. Ganz wichtig ist bei den mobilen Seiten von Social-Media-Profilen, dass man darauf achtet, dass das Impressum richtig dargestellt wird. Ganz oft ist es so, dass auf der normalen Website es ganz normal aussieht und dann auf der mobilen Seite nicht. Das heißt, prüft das auf jeden Fall nochmal nach. Als Unternehmen möchte man seinen Fans, seinen Kunden gerne mal was Gutes tun und veröffentlicht ein Gewinnspiel oder eine Promotion. Hierbei gibt es auf jeden Fall wichtige Punkte zu beachten. Einmal natürlich die allgemeinen Gesetze, aber auch die AGB, also die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform. Bei Facebook zum Beispiel dürfen Kommentare abgegeben werden, das Gewinnspiel darf geteilt werden oder auch geliked werden, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Auch dürfen private Nachrichten oder öffentliche Nachrichten geschickt werden für die Teilnahme. Laut der Facebook-Nutzungsbedingungen ist ein Aufruf an die Teilnehmer allerdings verboten, dass diese Person in dem Bild taggen müssen. Dies ist nur möglich, wenn sich die Person auch tatsächlich auf dem Bild wiederfindet. Eine automatische Teilnahme von Fans des Unternehmens an dem Gewinnspiel ist allerdings zulässig. Des Weiteren muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass bei Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinner die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Weitere Infos, die ihr auf jeden Fall angeben müsst für euer Gewinnspiel, sind: Wer ist eigentlich Veranstalter des Gewinnspiels, halt Name und Kontaktdaten? Was ist der Gewinn? Wie wird der Gewinner gezogen? Wie wird der Gewinner benachrichtigt? Und in welchem Zeitraum findet das Gewinnspiel statt? Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung. Diese muss der Nutzer auf jeden Fall einsehen können. Manchmal ist es problematisch, dass man auf der Seite oder dem Post gar nicht so viel Platz hat, um halt die ganzen Bedingungen und so weiter Erklärungen zu veröffentlichen. Deswegen ist es ausreichend, wenn man einen Link zu einer Unterseite auf der Facebook-Seite unter, wie gesagt, die Gewinnspieldaten setzt, worauf dann der Kunde oder der Nutzer klicken kann und dann auf die Website weitergeleitet wird, wo er alle Informationen findet. Dieser Link muss natürlich deutlich und sichtbar sein. Das heißt, er darf nicht irgendwie unten versteckt werden oder zwischendurch irgendwo reinrutschen. Das heißt, er muss ihn wirklich ganz klar finden und, wie gesagt, draufklicken können. Die Wahl des Namens spielt natürlich auch mal eine große Rolle. Grundsätzlich nehmen natürlich Unternehmen ihren eigenen Namen, den Unternehmensnamen. Da ist dann eigentlich kein Problem, dass man irgendwo gegen verstößt. Problematisch kann es natürlich sein, wenn man ein Pseudonym nehmen möchte. Hier muss man darauf achten, dass man keine Namensrechte Dritter oder gerade Markenrechte verletzt, da es sonst nämlich Schadensersatzansprüche oder Unterlassungsansprüche nach sich ziehen könnte. Die Klarnamenpflicht auf Facebook gibt es nicht mehr. Das heißt, jeder kann ein Pseudonym wählen, wie er möchte, bis auf natürlich die vorhergesagten Einschränkungen. Die Verbraucherzentrale vom Bundesverband hat nämlich gegen die Klarnamenpflicht bei Facebook geklagt und auch gewonnen. Das heißt, Facebook musste seine Richtlinien ändern, sodass jeder jetzt wieder ein Pseudonym wählen kann. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst einen Like da, abonniert unseren Kanal und schaut auch die Videos meiner Kollegen.